Und damit begrüßen wir Marie-Therese Kaiser, AfD-Abgeordnete und, wenn ich das richtig verstanden habe, einzige AfD-Abgeordnete im Kreistag Rothenburg. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Okay, ich dachte schon, dass ich da sein darf. Ja, wir freuen uns auch. Ist ja schon das zweite Mal, ne? Ja, ich gratuliere euch ganz herzlich erstmal zur 250. Folge. Ein toller Erfolg. Vielen Dank. Ja, es ist auf jeden Fall richtig. Also ich bin die einzige Kreistagsabgeordnete der AfD in Rothenburg-Wümme. Das stimmt. Ja, dann geben wir mal die herzlichen Glückwünsche zurück. Seit 2021 sitzt du da? Genau, richtig. Das heißt, wenn ich jetzt kein Vollidiot bin, dann stehen da irgendwie demnächst mal Wahlen an. 2026. 26 erst, okay. Ja, 26 erst. Dauert noch ein bisschen. Und bist du da gut aufgestellt? Also ja, schauen wir mal, wie es in Rothenburg dann aussieht. Also wir haben bei der AfD, bei uns da in der Gegend noch ein bisschen das Problem, dass es zu wenig Kandidaten gibt. Also wir haben einen starken Mitgliederzuwachs, viele Leute, die mithelfen wollen, aber es trauen sich noch nicht so viele öffentlich, da auch Gesicht zu zeigen. Wie ist denn das bei dir? Also ich sehe aktuell die Umfragewerte, habe die heute mal rausgesucht, weil ich die in ein Segment eingebunden habe. Da habe ich die vorgetragen. Und da habe ich gelesen, bei Deutschland wählt, glaube ich, dass die AfD aktuell bei, ich glaube, 17% steht. Das ist ja also schon ziemlich traurig, wenn man bedenkt, wo die AfD irgendwie im Dezember stand. Was ist da los? Also wie gehst du damit um? Glaubst du, das kann damit zu tun haben, dass sich Leute jetzt vor allem nicht mehr trauen zu sagen, dass sie die wählen, aber am Ende wählen sie die dann trotzdem oder so? Geht es da wieder bergauf? Also ich glaube, man muss sich da schon ehrlich machen. Man muss eben sagen, auf der einen Seite zieht sicherlich auch ein Stück weit diese ganze mediale Hetzkampagne, die wir jetzt auch wieder erleben. Also es werden Parteifunktionäre durch den Kakao gezogen, Höcke steht vor Gericht, ich stehe vor Gericht, also man sieht das immer wieder. Dann natürlich die Sachen mit Bistron und Kra, also da sind gerade viele, viele Sachen, die irgendwie ja auch medial durch die Presse gehen. Dann haben wir natürlich das große Verfahren auch noch in Münster vom Oberverwaltungsgericht, sorry. Und ja, da muss man mal sehen, wie das jetzt alles noch kurz vor der Wahl ausgeht. Aber ich denke, dass ein anderer erheblicher Teil tatsächlich sich auch einfach nur nicht traut, noch zu sagen, ja, ich wähle die AfD und mir ist alles egal. Das sind die einzigen, die noch wirklich oppositionelle Politik machen und die meine Interessen vertreten. Und deswegen wähle ich die, egal was da kommt. Und dazu war es natürlich auch, mach mal Stimmung. Muss man auch denken an das BSW. Also das ist zeitlich sehr günstig für sie zusammengefallen, dass sie ihre Hetzkampagnen gestartet haben Anfang des Jahres und gleichzeitig geht das BSW an den Start, was natürlich auch ein paar Prozente abzockt. Ja, sicherlich. Da gehen auch noch mal 2-3% sicherlich hin. Das denke ich schon. Aber ich glaube trotzdem, dass das BSW uns nicht so sehr geschwächt hat, wie wir ursprünglich alle gedacht hatten. Mhm. Bereitet dir die Werteunion Sorgen? Nee, gar nicht. Also die Werteunion ist wirklich meine kleinste Sorge. Ich glaube, da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Okay, und worum geht's da in Münster? Du hast gerade ein Verfahren in Münster angesprochen. Ja, genau. Das ist ja das Verfahren, was die AfD aktuell führt als Gesamtpartei. Da geht es ja um diese Verfassungsschutzeinstufung, ich glaube, als Beobachtungsfall, die Gesamtpartei. Ich will da aber jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich da selber juristisch auch nicht so im Bilde bin. Auf jeden Fall dauert der Prozess jetzt auch schon länger an und da soll demnächst auch noch das Urteil kommen. Schauen wir mal, wie das ausgeht. Alles klar. Du bist ja vor allem heute hier, um über deine kriminelle Karriere mal ein bisschen zu reden. Genau. Du bist jetzt schuldig gesprochen worden in zweiter Instanz. Genau. Ja. Vielleicht können wir uns mit der Kachel anfangen, damit ich direkt mit dem eigentlichen Problem anfange. Und du würdest uns da einfach mal erzählen, wie das so war, was deine Gedanken dazu sind, wie lief das Verfahren und so weiter. Schnurblendet hoffentlich gerade die Kachel ein, die ich blöderweise gerade nicht sehen kann. Die hattest du auf Facebook, wenn ich mich jetzt entsinne, gepostet und dazu geschrieben, wie ich von erfahren habe. Ja, richtig. Also ich hatte sie nicht nur auf Facebook, aber Facebook war so die erste Plattform und das war dann auch das, wo der größte Aufschrei kam. Ich hatte sie aber auch auf Instagram und auch auf Twitter. Ja, und diese Kachel stand nie allein. Also sie stand immer im Kontext eines sehr langen Textes mit diversen Quellenangaben und eben auch noch weiteren Fragen, weil ich habe zum Beispiel auch die Kritik bekommen, warum auf der Kachel ausgerechnet diese provokante Frage steht und nicht noch
etliche andere Fragen. Aber es ist nun mal auch schwierig, auf so eine Kachel einen ganzen Fragenkatalog zu schreiben. Also ja, Anlass war damals eben die Afghanistan-Krise. Es ging darum, dass der Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher sich hingestellt hat und gesagt hat, naja, so, wir müssen jetzt unbürokratisch die Ortskräfte aufnehmen. Und in dem damaligen Interview mit ihm ging es dann um 200 vermeintliche Ortskräfte. Also es konnte auch nicht genau belegt werden, wie man jetzt sagen möchte, ob das Ortskräfte sind tatsächlich oder nicht. Also es war alles sehr unklar, diese ganze Vertragslage. Da gab es ja auch von der Bundeswehr gar keine einheitlichen Verträge. Teilweise gab es überhaupt gar keine schriftlichen Verträge mit den Leuten, die da vor Ort geholfen haben. Und diese ganze Situation war daher sehr undurchsichtig. Es gab ja diese Anfrage von, ich glaube, der Linkspartei vor ein paar Jahren, wie viele Ortskräfte es eigentlich gibt in Afghanistan. Und die Antwort war 500, die direkt für uns arbeiten und 2000 im weitesten Sinne, die über irgendwelche Verknüpfungen zu tun haben mit dem deutschen Staat. Ja, siehst du, und da habe ich zum Beispiel noch eine andere Quelle gefunden, die hatte ich dann eben in diesem Text auch angeführt. Da war von 7000 Leuten sogar die Rede, 7000 Ortskräfte, die da vor Ort in Afghanistan angeblich geholfen haben sollen. Und da sieht man mal, wie weit diese Zahlen auch auseinandergehen, ne? Mhm. Wenn man dann auch noch den ganzen Familiennachzug dazu rechnet. Das war dann auch schön in den Artikeln, die ich aufgeführt habe. Also es war eben wirklich ein ausführlicher Text, in dem ich auf die ganzen Sachen eingegangen bin. So, und auf dieser Kachel sieht man ja dann, ich hatte eben das Schlagwort Afghanistan-Flüchtlinge, hatte dann dieses Zitat von Peter Tschentscher und habe dann diese Frage gestellt, ob das jetzt eine Willkommenskultur für Gruppenvergewaltigung sein soll. So, und ja, letztendlich ist es jetzt vor Gericht so gewesen, dass man mir A unterstellt hat, ich hätte ja nur mich auf diese abgrenzbare Gruppe von eben 200 Personen bezogen, was de facto nicht stimmt, weil ich auch im weiteren Verlauf dann von 7000 oder eben 10.000 Personen gesprochen habe und eben darauf hingewiesen habe, dass ja gar nicht genau klar ist, wie viele Leute kommen. Und zum anderen hat man eben diese Statistik, die ich ja genutzt habe, vom Bundeskriminalamt, also die offizielle Kriminalitätsstatistik, dass eben Afghanen überproportional repräsentiert sind, wenn es um Sexualdelikte geht, insbesondere Gruppenvergewaltigung, die hat man komplett außer Acht gelassen. Also man hat gesagt, da besteht ja überhaupt kein Zusammenhang, dass man aufgrund dieser Statistik jetzt da sich kritisch äußert oder da eben eine Verbindung herstellt, sondern genau das, dieser eine Satz da, diese Willkommenskultur für Gruppenvergewaltigung, das wäre auch gar keine Frage, sondern das wäre ja das Werturteil. Und das wäre die Volksverhetzung. Als juristischer Leiter, ich habe übrigens gedacht, dass dich das Gruppenvergewaltigungen rettet. Wenn da gestanden hätte, Willkommenskultur für Gruppenvergewaltiger, hätte ich gedacht, oh, das Ding ist gelaufen. Da brauchst du gar nicht gegen vorgehen. Aber da hätte ich gedacht, das wird dich wahrscheinlich retten. Hat es nicht. Übrigens nochmal ergänzend zu dem, was du gesagt hast. Ich meine, ich will es nicht beschwören, gerne nochmal bei Jonas Greinberg auf Twitter vorbeischauen. Ich meine, dass, wenn es um Sexualstraftaten geht, es keine Gruppe gibt, die dermaßen überrepräsentiert ist wie die Afghanen. Wie bei also, fast allem anderen sie wären auch, ne? Für so ein Take, ja. Und genau für so einen Tag sind sie eigentlich, so traurig das ist, prädestiniert. Ja, ich will auch nochmal daran erinnern, dass es bis vor 3 Jahren, 4 vielleicht möglich war, Afghane bei Google einzugeben, dann auf News zu klicken und du hast nur Horrormeldungen bekommen. Mhm. Eine nach der anderen. Und da war auch nicht ab und zu mal der Afghane bei, der irgendwie einen Küken gerettet hat. Das waren nur Horrormeldungen. Ja, und das Wort Afghan hat gereicht. Hast du eingegeben Grieche, dann kam da irgendein Grieche, der ein Restaurant eröffnet. Ja, dann kam irgendein Grieche, der, keine Ahnung, im Lotto gewonnen hat oder sowas und so weiter und so weiter. Aber bei Afghane waren es damals ausschließlich Horrormeldungen. Also, dass wir vorsichtig sein sollten mit Zuwanderung aus Afghanistan, das ist eigentlich, eine realistische Sicht auf die Dinge. Ja? Ja, ich denke auch, es sollte eigentlich logisch sein. Also es gibt auch diverse Berichte darüber, dass das eben kulturell bedingt ist. Also dass bei Afghanen das einfach eine ganz andere Vorstellung von einem Miteinander auch mit Frauen ist. Und ich meine, wir haben im Zuge der Verhandlungen das auch alles angeführt. Wir haben natürlich die ganzen Belege gebracht. Wir haben auch gesagt, selbst unter den Personen, die als Ortskräfte im Rahmen dieser Afghanistan-Krise nach Deutschland gekommen sind, sind nachweislich welche gewesen, die schon ausgewiesen wurden.
aus Deutschland. Also die tatsächlich hier straffällig schon in der Vergangenheit geworden sind. So, da gab es auch Zeitungsartikel zu. Da hat sich damals sogar Seehofer noch zu geäußert. Aber ja, das hat alles nicht interessiert. Das hat auch tatsächlich diese sprachliche Feinheit, die hat auch nicht interessiert. Weder, dass es eine Frage war, noch, dass es eben um die Taten ging, um die Gruppenvergewaltigung und nicht um Gruppenvergewaltiger als Täter. Das ja, war alles belanglos und man hat mir im Gegenteil, man hat sich oft selbst widersprochen von der Staatsanwaltschaft. Man hat mir zum Beispiel unterstellt, dass dieses Zitat von Peter Tschentscher ja zu sehr in den Hintergrund gerückt sei auf der Kachel und dass es ja durchsichtig wäre und kleiner und ja, also dass es eben nicht so ins Auge fallen würde. Auf der anderen Seite hat man dann aber eben gesagt, ich hätte mich ja auf das Zitat von Peter Tschentscher bezogen und dementsprechend auch nur diese 200 Personen gemeint, von denen er geredet hat, was ja gar nicht stimmt. Also klar, dieses Interview von Peter Tschentscher und auch das Zitat, das war ein Anlass für die Debatte, die ich anstoßen wollte, aber eben in dem Kontext, in dem ganzen Text, den ich dazu geschrieben habe, wurde eigentlich deutlich, dass es um eine viel größere Gruppe ging und dass es auch vollkommen unklar war, wie viele da jetzt genau kommen sollten und wie man da weiter vorgehen wollte. Das ist halt auch ein Klein-Klein, in das man gar nicht gehen würde im Falle von Linken oder ausländischen Nationalisten oder so, dass man überhaupt darüber redet, wie groß irgendwas irgendwo geschrieben ist und in welcher Farbgebung und so. Ne? Allein daran sehen wir halt, ja, wie mit zweierlei Maß gemessen wird. Ja, also ihr könnt euch vielleicht vorstellen, ich kam mir teilweise wirklich lächerlich vor beim Amtsgericht, denn ich wurde da bestimmt locker eine halbe Stunde zu befragt, wie ich jetzt diese Kachel erstellt hätte, wo ich war, als ich diese Kachel erstellt habe. Voll relevant. Wie jetzt Photoshop funktioniert, warum ich was hervorgehoben habe, wie ich, also wirklich im Detail, bis meine Anwältin dann irgendwann schon gesagt hat, ich denke, das hat sie jetzt zur Genüge erklärt. Das soll ja jetzt hier auch keine Schulung sein, wie man Facebook-Kacheln erstellt. Also es war wirklich affig. Ja. Und jetzt beim Landgericht hatten wir sogar noch die Situation, dass im Abschlussplädoyer die Oberstaatsanwältin gesagt hat, ja, als Politikerin wäre es ja meine Verantwortung, mich so auszudrücken, dass ich nicht missverstanden werden kann. Und damit hat sie ja eigentlich den Beleg geliefert, warum ich nicht wegen Volksverhetzung verurteilt werden darf. Denn es gibt ja unterschiedliche Auslegungsweisen. Also es gibt ja offensichtlich die Möglichkeit, dass ich missverstanden wurde. Und ja, im Zweifel für den Angeklagten. Also genau, also das ist deshalb relevant, ne, weil nach meinem Kenntnisstand ist es so, dass bei einer Volksverhetzung muss man dir nachweisen, dass es genauso gemeint gewesen ist, wie das Gericht es sieht. Ja, bestehender genau. Zweifel heißt das Freispruch. Ich meine das übrigens auch bei Höcke ähnlich. Auch ihm muss man nachweisen, dass er wusste, was er da sagt und dass er es deswegen gesagt hat. Vollkommen richtig. Und das ist eben ja auch bei Herrn Höcke jetzt gerade so der Dreh- und Angelpunkt. Denn klar, er ist eben Geschichtslehrer. Jetzt versuchen sie ihm darüber irgendwie nachzuweisen, dass er ja hätte wissen müssen, dass das eben ein verbotener Satz ist und in Bezug auch noch in der politischen Rede etc. Aber das ist bei mir ja auch nochmal eine ganz andere Situation. Zum einen ist dieser Satz, den ich gebracht habe, gar nicht verboten. Der ist nicht per se irgendwie ja untersagt. Und zum anderen eben, ja, so wie ich ihn formuliert habe und auch in dem ganzen Gesamtkontext, hätte man da eigentlich einen anderen Schluss ziehen können, durchaus. Nämlich so, wie es auch gemeint war. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ne? Ja, gut, dass du das schon sagst. Soweit ich weiß, du gibst dich damit nicht zufrieden. Du willst die nächste Instanz, richtig? Genau, mein Anwalt, Herr Dr. Björn Clemens, und ich haben bereits Revision eingelegt. Das haben wir auch direkt noch am Montagabend gemacht, also ja, nach dem Urteil. Und also wir sind nicht nur bereit, eben vors Oberlandesgericht zu ziehen in Celle, sondern wir sind im Zweifel sogar bereit, auch vors Bundesverfassungsgericht zu gehen. Denn es geht hier ganz klar um verfassungsmäßige Rechte, also Meinungsfreiheit. Und ich habe ja sogar noch diese erweiterte Meinungsfreiheit in Anführungsstrichen. Denn als Direktkandidatin im Bundestagswahlkampf ist es als Politikerin ja sogar meine Verantwortung, Themen anzustoßen, Debatten zu führen und eben ja, da auch neue Anstöße zu geben. Gut, das heißt, bis zum bitteren Ende
Du musst das, nehme ich an, alles selber zahlen? Das ist korrekt. Also es gab jetzt viele Nachfragen natürlich, wie man mich unterstützen kann. Die Möglichkeit gibt es über den Soli-Fonds von 1%. Da kann man spenden und eben alles, was dann letztendlich auch nicht von mir verwendet wird, wird anderen Opfern von linker Gewalt, von Justizopfern, von irgendwelchen Leuten, die da Fehlurteile kassieren, aber eben auch politischen Opfern zugute fallen. Solifond.me, sehe ich das richtig? Richtig. Dann packe ich das mal gleich in die Videobeschreibung rein für alle, die da noch einen Euro dalassen wollen. Gut, dann haben wir noch ein paar Bilder von dir bekommen. Jetzt rede ich gar nicht über die Hassbotschaften, zu denen kommen wir gleich, aber Bilder von vor dem Gerichtsgebäude, wenn ich das richtig sehe. Ja, das war ganz süß. Also wir hatten ungefähr 10 Leute da, die tatsächlich gegen mich demonstriert haben. Das ist das örtliche Bündnis gegen Rassismus aus Rothenburg-Wümme, also dem Kreisverband, wo ich auch als Vorsitzende bin. Und ja, also es war wirklich niedlich. Die Omas gegen rechts waren da und dann ein Schreihals, der eigentlich immer da ist, das ist der Stefan Klingbeil, der sitzt mit mir im Kreistag und ist bei den Linken. Ja, genau. Und sie haben natürlich dem Faschismus hier den Kampf angesagt und ja. Ja, sie kämpfen tapfer gegen den Faschismus, ja, der sich darin äußert, dass jemand eine Kachel erstellt, die einem Gericht nicht gefällt. Clever fand ich hier das Ausgrenzer und dann quergeschrieben innen. Da muss man erstmal genau hingucken, ja, bis man auf diesem Banner hier erkennt, dass da sogar gegendert wird. Ja, Eingrenzen. Ganz wichtig, also gerade auch im Kampf gegen den Faschismus darf man das Gendern natürlich nicht vergessen. Natürlich nicht. Du hattest aber auch Unterstützung. Ich weiß nicht, bei welchem Bildschirm gerade ist. Ja, vielleicht kannst du einmal kurz uns hier nochmal das andere zeigen, hier von den Opas gegen links. Klar. Das sind stabile Burschen. Ja, richtig. Auch die hatten wir dabei. Da waren wir ganz stolz, dass wir da gegen den Omas gegen rechts nochmal was dagegen halten konnten. Also war ganz schön mit den Schildern. Was glaubst du denn? Ich meine, du warst live vor Ort, hast die alle gesehen. Wenn es da jetzt zu einem Faustkampf gekommen wäre, die Opas gegen links sind zwar nur 3, aber dafür sind es halt Opas. Und die Omas gegen rechts sind 3, 6, 7, glaube ich. Ja, plus diese Hansel, die den Ausgrenzer innen eingrenzen Banner halten. Wer hätte da einen hypothetischen Faustkampf gewonnen? Ja, also unsere Opas gegen links, die sind ja sehr charmant und von der alten Schule. Das heißt, die hätten natürlich keine Frauen geschlagen, aber sie hätten sie sicherlich mit charmanten Worten umgarnt und dann zur Vernunft gebracht. Die alten Charmeure. Gut, dann haben wir noch ein bisschen Hass. Ja, du hast uns beim letzten Mal, das war so wunderschön, da hast du uns Bilder mitgebracht von, ich glaube, einem demolierten Auto, beschmierten Wänden an einem Haus. Ja, korrekt. Ist eine ganze Weile ausgeblieben, sind wir alle auch froh drüber. Leider keine Selbstverständlichkeit heutzutage. Du hast zumindest 2 kleine Kommentare mitgebracht, was du mal so siehst. Du hast vorhin schon zu mir erzählt, dass du Anzeigen mittlerweile nur noch selten stellst, weil in der Regel ist es sowieso egal, wird eingestellt, interessiert niemanden, richtig? Genau, richtig. Also es wird, bei mir wurde es ja tatsächlich zu 100%, das kann ich immer noch sagen, diese Quote stimmt immer noch, eingestellt. Das heißt, ja, mir bringt es eigentlich so gut wie gar nichts, da noch Anzeigen zu stellen. Gegebenenfalls, also je nach Situation, mache ich das trotzdem noch. Das hängt immer davon ab, wie schlimm jetzt die Postings sind. Aber bei so Sachen, sage ich mal in Anführungsstrichen, wie Nachttischlampe oder was wir da immer so schönes lesen, da reagiere ich gar nicht mehr drauf. Höcke soll sterben, der dumme Sohn, und die hässliche Fotze auch direkt. Ich nehme an, damit was du gemeint? Ja, ich meine auch, mich zu entsinnen. Ich kann es jetzt im Detail auch nicht mehr sagen. Ich mache meistens die ganzen Screenshots, sammle das dann in einem Ordner und dann war es das auch. Wir haben auch neulich festgestellt, dass Leute wie Strack-Zimmermann ganze Abteilungen von Leuten beschäftigen, die sich dann darum kümmern für sie. Also die müssen das gar nicht mehr selber machen, sondern Leute durchforsten das Internet nach irgendwelchen Beleidigungen und zeigen die dann an. Ja, das ist natürlich eine bequeme Situation. Da gibt es witzigerweise einen Nachtrag schon, von dem habe ich dir nie erzählt. Ich bin noch darauf hingewiesen worden, dass es ein Video gibt von einem Juristen. Ich glaube, der Videotitel war Das System Strack-Zimmermann oder Die Methode Strack-Zimmermann, eins von beiden. Und da erläutert er so ein bisschen, wie er vermutet, wie sie das handhabt. Und seine Vermutung ist die, und das erzählt er dort nachvollziehbar und ohne
irgendwas an den Haaren herbeizuziehen, meiner Meinung nach. Es ist genau das, was wir gemutmaßt haben. Also sie schickt diese Abmahnungen raus, damit die Leute dann, was auch immer, 800 Euro zahlen und dann klingelt die Kasse. Mhm. Und so ein Brief ist halt schnell geschrieben. Also wenn du, wie war das, 250 Anzeigen im Monat haut sie raus? Ja. Dann kannst du ja auch rechnen. Wenn und das da hat jeder natürlich gleichzeitig auch einen Schilling-Effekt, ne? Es nervt halt den Gegner und hält ihn vielleicht davon ab, zu sehr über die Stränge zu schlagen. Also vielleicht überlegt man sich dann dreimal, was man über die sagt. Und mein Ding ist ja so ein bisschen, wann immer es geht, wo immer es taktisch möglich ist, muss man gleichziehen mit deren Methoden. Ne? Das heißt, selbst wenn du irgendein Redefreiheitsabsolutist bist und eigentlich der Meinung bist, dass Beleidigungen klar gehen sollten vor dem Gesetz, musst du dennoch, wenn sie das systematisch betreiben, es genauso systematisch gegen sie betreiben, den Anzeigenkrieg. Hm. Ich hatte noch eine. Ja, jetzt ist bei uns natürlich auch immer so ein bisschen die Frage. Also ich habe zum Beispiel von meiner örtlichen Polizeibehörde gesagt bekommen, dass wenn jetzt zum Beispiel manche Fälle der Beleidigung tatsächlich ja auch zu einem Ergebnis führen würden, wenn ich die zur Anzeige bringe und man würde feststellen, Mensch, da hat XY, also könnte ein Täter ausfindig machen, der hat es geschrieben. Und es würde dann auch da zu einer Strafe kommen. Dann könnte es durchaus sein, dass das sogar in der Kriminalitätsstatistik in die Rubrik rechts fällt. Weil je nachdem, was diese Person geschrieben hat und wenn man der nicht wirklich eindeutig so einen politisch motivierten Hintergrund nachweisen kann, dann würde man sogar daraus schließen, dass diese Person ja rechts sein muss. Ja, also es ist sowas wie hässlich oder so, es wäre halt frauenfeindlich. Genau. Und es ist halt total unlogisch aus unserer Sicht, aber letztendlich würde ich im Zweifel sogar noch damit die eigene Statistik, also Argumente gegen mich liefern, indem ich Anzeigen stelle. Also das ist auch so eine Sache. Da sieht man mal, wie ja absurd teilweise diese statistische Erhebung auch ist. Ja, ich bin eigentlich an dem Punkt angelangt, wo ich die Aussagekraft von diesen Äußerungsdeliktsstatistiken einfach komplett delegitimieren will. Ne? Wo ich gar nicht mehr darauf gehe, ja, dagegen zu argumentieren, sondern einfach zu sagen, das ist lächerlich, heult doch. Ja, wir haben es ja auch gesehen jetzt, ARD, ZDF, die Öffentlich-Rechtlichen, wie sie da die Statistik wieder verfälscht haben. Also letztendlich diese ganzen Äußerungsdelikte, die von den Grünen zur Anzeige gebracht werden, die dann da auch geahndet werden. Wie gesagt, bei mir 100% Einstellungsquote. Ne? Das heißt, auf der anderen Seite wird es ja schon gar nicht geahndet. Aber damit treiben die ihre Statistik natürlich hoch. Und auf den Otto-Normalverbraucher, auf den einfachen Bürger, wirkt es dann so, oh Mann, die armen Grünen, die werden da drangsaliert ohne Ende. Aber wenn man dann de facto mal schaut, wo denn die tätlichen Angriffe sind, dann ist das ziemlich eindeutig, wer da den Kürzeren zieht. Und was Äußerungsdelikte angeht, spielt ja auch eine Rolle, ob das irgendein No-Name im Internet sagt oder sagen wir ein Böhmermann, ne, mit seinem Nazis-Keulen neulich oder eine Sarah Bosetti mit ihrem Blinddarm, der rausgeschnitten werden muss und so. Das hat einfach eine andere Bedeutung. Und das führt auch zu einem breiteren gesellschaftlichen Effekt, der dann am Ende tatsächlich in der Gewalt münden kann. Breiterer Effekt, ja. Sag mal, erinnere ich mich da richtig, dass dieser Typ, der das Plakat mit dir abgestochen hat vor laufender Kamera, dass der am Ende, das Verfahren wurde auch eingestellt, aber gegen Zahlung von Summe X an irgendeine linke Vereinigung? Es war eine Organisation seiner Wahl. Und ja, man kann davon alles ausgehen, dass er an die Adio-Antonio-Stiftung oder sonst irgendwo er wird nicht an 1% gespendet haben. Also ich habe sicherlich damit den Kampf gegen den Faschismus mit unterstützt. Großartig. Ja, im Namen des deutschen Volkes danken wir dir dafür vielmals. hast du noch irgendwas Wichtiges, was du loswerden willst? Oder hat Schlumme noch was ihm auf der Zunge brennt? Ich meine, mir fällt gerade noch spontan ein, weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, wo wir bei Äußerungsdelikten sind, dass man Habeck jetzt gesetzlich einen Vollidioten nennen muss, wenn man ihn erwähnt. Ja. Muss gefällt mir, ja. Ja, ein Gericht hat festgestellt, du weißt, wie das mit Höcke war. Also wir wenden ja immer nur die gleichen Regeln dann für alle an. Ne? Und bei Höcke ist ja damals, er durfte in keiner Talkshow unerwähnt bleiben, dass ein Gericht festgestellt hat, dass dieser Mann ein Faschist ist. Und so ist es jetzt halt auch mit Habeck. Ja, wie war das? Ich glaube in zweiter Instanz oder so. Ne? Das ist nicht von Anfang an Freispruch gewesen, aber dann letztendlich ein Freispruch gewesen. Also wissen wir jetzt, woran wir sind bei unserem Wirtschaftsminister. Ja, ich denke, das ist auch ein schönes Schlusswort. Gut. Dann, wenn ihr nichts mehr habt, liebe Marie, war das kurz und schmerzlos, hat viel Spaß gemacht. Hohe bedankt Informationsdichte, mich. Freut mich sehr. Wie danken dir. Und feiert noch schön. Machen wir. Du hast beim letzten Mal noch Leute gegrüßt. Vielleicht willst du das noch diesmal machen. Das fand ich sympathisch.
Ja, ich grüße auf jeden Fall meine ganzen Unterstützer, denn momentan bin ich wirklich sehr, sehr dankbar allen möglichen Leuten auf Twitter und ja, auch auf Threema, Instagram, also alle möglichen AfD-Landesverbände, aber auch natürlich dem Vorfeld. Da ist 1%, hatten wir vorhin schon, aber eben auch an Blog zum Beispiel, also Miro und noch viele, viele andere, die da wirklich aktiv meine ganzen Tweets und Posts momentan teilen, damit eben über meinen Fall auch aufgeklärt wird. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, denn letztendlich, natürlich kann man über Geschmäcker streiten, aber es geht hier eben um eine eindeutige Sache. Und ich denke, dass man kritische Fragen zu offiziellen Statistiken noch zulassen muss. Ja. Da kann man anmerken, dass sogar Elon Musk das Ganze zur Kenntnis genommen hat, ne? Also auf Twitter ist das richtig rundgegangen und zu einem internationalen Fall geworden. Was vermutlich sogar wichtiger ist am Ende als die, ich glaube, 6.000 Euro, um die es geht. Und Crowder, gut, dass du mich daran erinnerst, Schlummo. Crowder hat ein Segment gemacht, wo er über Marie-Therese Kaiser gesprochen hat. Ja, ganze 10 Minuten. Zu erwähnen. Ja? Ganze 10 Minuten. Ja, ich war selber geflasht. Also, dass das bei Lauda with Crowder auftaucht. Und ich habe tatsächlich noch eine ausführlichere Interviewanfrage von denen. Ja, schauen wir mal. Also da kommt aus den USA momentan ziemlich viel. Die interessieren sich sehr für diesen Fall. Elon Musk hat sich eben zweimal auch kritisch zu meiner Verurteilung geäußert, beziehungsweise da Fragen gestellt. Und ja, das hat, denke ich, auch für viel mediale Öffentlichkeit gesorgt. Also letztendlich kriege ich momentan aus der gesamten Welt, also wirklich überall, nicht nur aus Europa, sondern wirklich aus der gesamten Welt kriege ich Zuschriften, Interviewanfragen und auch einfach ja das Angebot zur Unterstützung. Das ist wirklich großartig. Meinst du, ist hier der Verweis? Based German Babe find thousands for calling out Afghan migrant R-PE. Ich verlinke euch das Video nochmal in der Videobeschreibung. Geht sogar etwas über 10 Minuten. Gut, ist mit kurzem Intro, aber sehr, sehr schönes Ding auf jeden Fall. Großartig. Wirst du dieses Interview, wirst du dem nachkommen, der bitte? Also wenn wir dich dann demnächst mal bei Crowder irgendwie sehen? Ja, also wir sind gerade in der Terminfindung tatsächlich. Ich muss sagen, ich habe noch ein bisschen Respekt davor, so ein ganzes ausführliches Interview wirklich auf Englisch zu führen. Aber ich denke, ich werde dieser Interviewanfrage nachkommen. Mhm. Großartig, das freut uns sehr. Alles klar. Ja, dann vielen Dank. Nee, noch nicht ganz. Dann, ich wollte euch jetzt nicht ins Wort fallen, falls sich da noch irgendwas entwickelt von Themen her. Darum der Live-Chat, er will es wissen, liebe Marie. Was ist deine Lieblingsspeise? Meine Lieblingsspeise? Oh, das ist schwierig. Also ich bin ein großer Fan von italienischem Essen und ich weiß, dass mich hier die Hardcore-Deutschland-Fans jetzt hassen werden. Ich bin ja auch Vegetarierin, das heißt, ich kann hier nicht mit irgendwelchen Steak oder so dienen. Das ist keine Thüringer Bratwurst, die ich jetzt hier nennen werde. Aber die Linken sagen ja immer, wenn du keinen Italiener im Land haben willst, dann gibt es doch keine Pizza. Ja, das ist natürlich für mich ganz dramatisch. Deswegen darf ich mich jetzt nicht mehr für Remigration einsetzen. Aber man muss ja dazu sagen, die Italiener sind nicht unser Problem. Also sind auch nicht die Vietnamesen. Ich werde dich jetzt nicht fragen, wer unser Problem ist. Ja, sonst gibt es nämlich das nächste Verfahren. Marie, wir danken dir vielmals. Vielen, vielen Dank. Danke ebenso. Ciao. Ciao. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Marie-Therese Kaiser, Freunde. Vielen, vielen Dank.